Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aufbaustrategen da draußen und natürlich auch Überlebenskünstler. Wir machen weiter hier in Prosperity, dem DLC für Endzone A World Apart. Und das Erste, was wir jetzt hier machen, bevor wir hier Wohlstand erschaffen, ist hier erstmal den Grundstock herstellen. Denn wir haben noch eine ganze Menge Arbeitslose, die ich ziemlich sicher nicht hatte, als ich, glaube ich, damals den Run hier beendet hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall habe ich jetzt auf jeden Fall welche. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und damals auch schon Obdachlose hatte. So oder so sehen wir jetzt erstmal zu, dass wir jetzt hier die Leute unter Dach und Fach bekommen und erforschen in derselben Zeit hier nun die Sandmine, die jetzt in diesem Moment auch fertig wird. Ausgezeichnet, wir haben sie. Neue Technologie erforscht und jetzt gucken wir mal, ob wir diese Sandmine irgendwo auch an den Start bringen. Wo muss die eigentlich hin? Steht das dran? Eine Sandmine fördert Sand aus Seen. Sie muss am Wasser gebaut werden. Okay, das macht absolut Sinn. Demnach müsste es irgendwie so hingehen, ne? Also so. Aber ich sehe jetzt schon, dass es nicht so einfach wird, hier das alles so hinzuklabastern. Moment, ich muss hier, glaube ich, erstmal diesen Weg abreißen. Dann komme ich da vielleicht so hin. Erstmal den Weg abreißen, genau, zack, 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 zack. Dann habe ich, glaube ich, nämlich hier genau diesen Platz, den ich brauche. Ressourcen, Sandmine, jawollo. Immer noch nicht jawollo. Das ist gar nicht so einfach, das Ding zu platzieren. Ich kann es nicht platzieren, weil hier immer noch so eine Kleinigkeit fehlt. Also, es gibt ein paar wenige Stellen, wo man das bauen könnte, offensichtlich. Dann muss ich das irgendwie dahin bekommen, oder? Hier würde es gehen. Okay, dann machen wir das einfach. Und machen hier den befestigten Weg hin. Ja, komm, machen wir so. Ne? Einfach. Eiskalt. So muss das gehen. Mögen Sie das jetzt hier erstmal machen? Das Problem ist, ich brauche 12 Plastik und ich habe kein Plastik. Irgendwas ist ja immer. Und ich weiß momentan leider nicht mehr auswendig, welcher von den vorbeifliegenden Händlern mir Plastik liefert. Das heißt also, ich muss im Zweifelsfall jetzt einfach warten, bis ich wieder genügend Plastik hier zusammengeschustert habe. Mikrochips bin ich sogar jetzt hier zum Glück drüber. Das heißt, die werden ja also keine Mikrochips mehr produzieren. Das heißt dafür alles andere. Okay, also vielleicht entsteht jetzt hier das Plastik, das ich brauche. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Wir haben Schrott auf jeden Fall genug. Und wir können auch das nächste jetzt hier schon anfangen zu forschen. So, denn nachdem wir die Sandmine gehabt haben, brauchen wir natürlich auch Lothement. Forschung starten. Und go. Haben wir die Hütte hier fertig? Die Hütte ist auch fertig. Wir haben nur noch 14 Obdachlose. Das Leben ist schön. Ich muss mal gerade eben noch mal... Also am liebsten würde ich ja die ausgebaute Zuflucht machen, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das später überhaupt geht. Ich hoffe, man kann das, weil die anderen Hütten konnte man ja zueinander aufwerten. Weswegen ich jetzt einfach mal so die Hoffnung hege, dass es auch hier gehen wird. Ja, das ist so knapp, aber es geht halt trotzdem nicht. Und wie sieht's hier aus? Ja, komm, ich komme da halt nicht wirklich dran vorbei, ne? Machen wir halt hier noch die nächste Zuflucht hin. Unsere Bude hier wird immer voller. Ja, so. Boy, hier ist der... Da ist er wieder, der Lump, genau. Und er bringt mir wieder den heißen Scheiß, den ich brauche. Vor allem... Ich glaube, diesmal möchte ich auch diesen Forschungspunkt haben. Er möchte dieses Mal Weizen, den kann ich easy peasy abtreten. Er möchte dieses Mal, wobei er würde diesen Deal jetzt schon machen. Entschuldigung, es geht mir mehr durch. Dann. Komm, dann lass uns wirklich in diese Richtung gehen. Das ist eine der besten Deals, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Wir machen das jetzt mal so. Dann ist es so einigermaßen happy. Und wie? Und go. Ich bekomme jetzt also auch noch diesen Forschungspunkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und gebe ihm halt jede Menge Weizen. Der scheint sehr wertvoll zu sein.
Aber davon haben wir halt auch einen Haufen. Jetzt muss ich bloß gucken, wo war meine Kneipe? Wie kann ich Bier produzieren? Irgendwo hier in diesem Eck. Nee, das ist eine Zuflucht. Das ist das Sanitätshaus. Stabile Hütte. Ich hatte doch irgendwo... Da. Schnaps wird hier gerade produziert. Das will ich aber nicht. Kann ich das ändern? Offenbar nicht. Weil ich das Bier noch nicht erforscht habe, ne? Ich honk. Warte mal, sollte ich vielleicht erstmal das mit dem Bier machen? Warte mal, wenn ich jetzt Halt sage, Forschung abbrechen, dann kann ich jetzt, ja, machen wir mal das Bier. Weil das ist jetzt ja hier der Job, ne? Das Zement ziehen wir dann quasi nachher durch. Dann kann ich nämlich anfangen, Bier zu brauen. Und das ist ja der Job. Also die Leute wollen ja Bier. Sie fordern ja Alkoholismus. Sie fordern Leberzirrhose. Wer bin ich es ihnen zu verwehren? Ich bin ja nicht mal ihr Arzt. Bin gespannt, wie viel Sand wir dann hier herbekommen. Vor allem, wo ich dann diesen Sand dann produzieren werde, wird auch spannend sein. Wir haben übrigens einige Leute ohne Schutzkleidung. Aber wir haben halt auch sakrisch viele Leute, ne? Also muss man mal so sagen. Lasst hier nochmal auf 20 Bauern gehen, dann wird es hier vielleicht nochmal ein bisschen effizienter. Ich erhöhe nochmal die Anzahl der Minenarbeiter. Weil die Sandmine ist ja auch eine Mine. Als ich gelesen habe am ersten Mal, bevor ich im Spiel drin war, dass es eine Sandmine gibt, um der Bevölkerung Schutz zu bieten, dachte ich im Ernst, als es sind Tretminen halt im Sand, wisst ihr. Das war so okay, es bietet ihnen Schutz. Ja, in dem Fall geht es halt um Fensterscheiben. So, egal. Ihr seht auf jeden Fall, ne, hier sieht es top aus und das können wir alles natürlich noch steigern. Metall wird jetzt hier schon verbraucht. Der Job hier ist abgeschlossen. Wir haben jetzt halt 573 Schrott. Also unsere Schrottsituation ist inzwischen sehr, sehr gut. Eine Dürre kommt auf uns zu. Und das Bier ist demnächst erforscht. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffen werde, das Bier in der kurzen Zeit zu produzieren. Also auf jeden Fall ist das Bier jetzt hier geforscht. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wo war nochmal die Kneipe? Die war hier. Jetzt kann ich hier umschalten auf Bier. Dafür brauche ich einfach noch Wasser, Weizen. Okay, das sollte eigentlich gehen. Ich muss das Produktionslimit hochsetzen. Gehen wir mal auf 500 hoch. Ich erwarte jetzt, dass jetzt hier mal Bier gebraut wird. Jetzt legen sie los. Das war gut. Das waren die ersten 10 Bier. Gehen wir auf 600 hoch. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Also gut. 10 von 243. Wir werden es jetzt parallel sehen, wie es läuft. Wir sind schon bei 293 Siedlern. Also wir wachsen immer noch wie nicht gescheit. Hier fehlt nur noch ein bisschen Plastik. Ziemlich genau 1. Ich weiß jetzt nicht. Ist immer so drollig, ne? Es fehlt dieses eine Plastik. Das ist das tragende Plastik. Wie dieses tragende Poster aus den Simpsons. Deswegen können wir nichts bauen. Er ist wieder da. Ja, Boy. Hier ist er wieder. Yep. Das ist ganz toll. Er würde diesmal essen wollen. Ey, ohne Witz kannst du haben. Essen haben wir zuhauf. Er würde auch wieder Weizen annehmen. Ich nehme dieses Zeug. Ohne Witz. Und dann haben wir hier noch Bohnen. Ich finde den Deal eigentlich ganz gut. Und wie? So, dann geht uns auf jeden Fall einfach das Zeug nicht aus. Und dann kann ich jetzt demnächst, wenn er weg ist, dann wieder randomisieren und sagen quasi, da kann kommen, wer will. Fürs Erste zumindest. Plastik ist halt immer noch so dieses große Fragezeichen. Ich forsche übrigens gerade eben nicht, was dumm ist. Deswegen möchte ich jetzt hier auf die Zementfabrik zurückgreifen, dass wir die jetzt mal starten. So oder so wird eine Menge Material noch hops gehen, alleine 126 Schrott, um Zement herzustellen.
werden auch immer mehr Leute, die keine Schutzkleidung haben, ne? Wir kriegen das halt einfach nicht unter. Oh, endlich. Oh, ich habe keine Obdachlosen mehr. Das Leben ist schön. Also, wir haben Problem 1 gelöst. Wir haben 30 Bier produziert. Das könnte hart werden, das hinzubekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier ausreichend Bier produziert wird. Wir haben jetzt ein neues Saatgut erhalten. Genau, und jetzt machen wir mal einfach, komm, random. Überrasche mich, Spiel. Überrasche mich. Ich wundere mich eigentlich, warum das jetzt hier gerade eben so lange braucht, hier diese 20 Bier zu produzieren. Jetzt wurden wieder 20 produziert, okay. Jetzt sind es wieder nur noch 10. Warum werden manchmal 20 und manchmal 10 produziert? I don't get it. Also ich komme da gerade wirklich nicht drauf klar. Keine Ahnung, aber wir haben jetzt auch das hier fertig. Was fehlt ihm hier? Benötigt Elektrizität, hat also noch keinen Anschluss. Na gut, dann werden wir jetzt mal zuschauen, dass wir das hinbekommen. Elektrizität. Das ist Stromnetze. Muss ich jetzt irgendwie, warte mal, da ist aber auch noch Strom möglich. Also das heißt, ich könnte das von hier. Das ist halt echt der Witz, ne, dass das hier nicht geht. Das ist halt echt der blanke Hohn. Okay, wir bauen das so hin. Dass sie von da bis da nichts ein Kabel automatisch ziehen können. Es hat sogar noch den Radius hier, wie man sieht. Ach ja, was soll's. Gucken wir uns mal die Elektrizitätssituation insgesamt mal an. Ja, den hier haben wir rausgenommen. Ah ne, das Ding hat Strom. Kann es sein, dass sich selber Strom produziert? Bin mir nicht sicher. Hast du irgendwie selber so... Also er scheint nicht am Stromnetz zu hängen, sonst würde das ja nicht so sein. Ah ja, guck mal, ich glaube, der produziert ja selber Strom. Weil ganz, ganz viele von diesen modernen Gebäuden sind da ja ein bisschen selbstversorgend. Jetzt bin ich echt gespannt, wie effizient wir nachher noch Sand produzieren. So, wie weit ist die Forschung? Das ist schon durch? Es geht halt echt blitzschnell, wenn man ehrlich ist. Seife brauche ich nicht. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein bisschen forschen. Also Forschungspunkte aufbauen, also Wissen generieren. Und dann weitersehen. Und hoffen, dass es mit dem Bier noch klappt. Es besteht die Chance, das geht hier nicht so schnell runter. Aber dafür könnt ihr jetzt halt einmal... Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durch das Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion zum... machen wir. Ich bin jetzt schon semi begeistert von dem Gedanken. Aber sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Gemeinschaft ist es nicht. Es ist... Ressourcen. Eine ausgebaute Schneiderei könnte man errichten. Gar keine Frage. Und dahin machen. Dann machen wir sie dahin. Dann machen die noch mehr Materialien. Ich will jetzt den Weg dahin setzen. Und dann sehen wir mal, wie das jetzt hier hoffentlich läuft. Also Stoff hatten wir verflucht schnell. Es scheitert auch nicht am Stoff, es scheitert einfach nur an der Produktionskapazität. Also wir können einfach nicht so schnell produzieren, habe ich so den Eindruck. Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier weniger effiziente Schutzanzüge machen. Aber wozu, ne? Also die Rohstoffe geben es her, nur die Kapazität halt nicht. Wie viele Leute arbeiten jetzt hier? Ich habe schon wieder hier 7, die nichts tun. Mehr als 2 Totengräber braucht man in meinen Augen sowieso nicht.
Ich glaube, die vier Lehrer kommen momentan gefühlt auch noch gleich. Ich habe noch 40 Leute in der Miliz. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich kann da mal ein paar rausnehmen. Es droht ja kein Angriff. Die kann ich dann lieber alle jetzt hier so zu normalen Arbeiten packen. Sowas wie Ackerbau. Oh, Schneider, genau. Lass mal noch ein paar Lehrer werden. Der Rest ist jetzt komplett ausgebaut. Ich kann noch mal ein paar zum Bauarbeiten abziehen. Kundschafter brauche ich nicht mehr. Das hat sich erledigt. Ja, das hat sich wirklich erledigt. Es wird doch knapp mit dem Bier. Ich glaube, wir verkacken das. Einfach, weil das Ding nicht rund um die Uhr produziert. Ich weiß nicht, warum es so selten produziert. Hin und wieder mal ist auch der Strom weg, wie ich gerade sehe. Uns fehlt Strom, ja, wegen dem Teil. Wir brauchen also wieder mehr Saft. Ein weiterer Solarkollektor wäre total episch. Der würde alle unsere Stromprobleme, glaube ich, für die nächsten, machen wir mal superlative, 1000 Jahre auf jeden Fall beheben. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Dann ist nämlich auf jeden Fall, warte mal, das würde, glaube ich, gar nichts bringen. Hahaha, stopp. Das würde gar nichts bringen, weil ich glaube nämlich, dass tatsächlich die Batterie das Problem ist. Die Batterie ist das Problem. Kann ich irgendwas abstellen, was nicht unbedingt jetzt mit Strom versorgt sein muss? Der Verteidigungsturm muss das gerade eben nicht sein. Du musst das nicht sein. Jetzt haben wir das System wieder. Die anderen Sachen sollten halt auf jeden Fall laufen. Haben wir die Dürre. Oh, jetzt sehen wir mal, wie das Ding abgeht. Cool. Da sandet es ganz fröhlich. Wir haben 150 Bier. Es wird nicht reichen. Wer ist eigentlich gekommen? Kann's? Ole Sörensen landet mal wieder. Der Ole Sörensen ist da. Und er... Warte mal, ich will mal gucken, ob das jetzt hier als Bier produziert gilt. Wahrscheinlich nicht, aber... Lass einfach mal Bier kaufen, 150 oder so, oder 155. Dafür bekommst du einfach das Zeug hier. Gummigeschosse. Oh Gott, Hardcore-Konter mit dieser Lupine. Wir machen das einfach so. Groß. Handel abschließen. Das Gemeine ist halt, glaube ich, dass es halt wirklich produziert sein muss, ne? Und nicht anders geht. Aber ich versuche natürlich trotzdem das System zu betrügen. Um jetzt hier nicht zu failen. Im Zweifelsfall einfach, dann lernen wir das. Wo bleibt das Getreidelieferungsgedöns? Es wird halt auch leider auch so sauknapp, ne? Oh Gott, ein Sandsturm fegt über uns hinweg. Hey, wir haben es doch geschafft, es galt. Yes, es hat gegolten. Ausgezeichnet, Pause. Man merkt die bessere Stimmung. Die Leute freuen sich bereits auf den Feierabend. Gute Arbeit. Oh, ausgezeichnet. Eine wirklich gute Sache, Boss. Das wird die Leute nochmals ermutigen, mehr ihre Ideen und Anliegen zu äußern. Verdammt. Ich dachte, mit dem Alkohol habe ich sie mundtot gemacht. So, gucken wir mal. Jetzt sind sie hoffnungsvoll. Nächste Forderung in 3,9 Saisons. Die sind aber noch sehr, sehr umgänglich, um es mal so zu sagen. Wir können Gewächshaus, Aquafarm, ausgegrabenes
ausgebautes Silo. Ich will erstmal die Betonfabrik machen, ne? Das ist das. Ich spare nochmal, was meine Materialien angeht. Betonfabrik wäre jetzt wirklich sehr, sehr cool. Hier wird repariert. Wie gesagt, der hat jetzt Strom. Und wir sehen auch, ne, dass die Problematik mit der Schutzkleidung sich reduziert. Wir haben wieder obdachlose Siedler. Wir sind jetzt aber auch schon bei fast 300 wieder. Ufts. Oh, was ist das? Eine Seuche ist ausgebrochen. Ihr wollt mich hart trollen. Nein! Hört auf damit! Seuchen hatten wir im Real Life genug. Oh Gott, scheiße. Ich hoffe, dass die Medikamente ausreichend funktionieren. Hier sind übrigens immer noch 418 Schrott drin. Ich frage mich, warum die keiner holt. Ich glaube, sie werden schon geholt. Oh Gott, es gibt einen bevorstehenden Plünderangriff. Oh no, oh no, oh no. Hey Boss, uns sind beunruhigende Gerüchte zu Ohren gekommen. Anscheinend versammeln sich eine Gruppe Plünderer ganz in der Nähe und in Kürze wird sie versuchen, uns zu überfallen. Du solltest sicherstellen, dass unsere Verteidigungsanlagen einen Angriff standhalten können. Also eigentlich hat sich ja nicht viel geändert. Sie werden wieder von da kommen und da werden wir sie auch stellen und aufhalten. Deswegen bekommt auch der Turm jetzt hier wieder Saft und der hier auch wieder Saft. Ach, hat er schon. Muss ich nur mal gucken, wie jetzt hier so netto... wo war die Batterie? Wo war die Batterie? Bin zu doof, die Batterie gerade eben zu sehen. Wo hatte ich sie denn gebaut? Wo hatte ich sie errichtet? Das war die Batterie. Energiespeicher steigt, wie wir gerade eben sehen. Geht hoch auf 350.000. Momentan haben wir einen Energieüberschuss, was also cool sein dürfte. Viel wichtiger ist die Frage, wie es um die Verteidigung bestellt ist. Wir müssen also jetzt hier wieder die Miliz stärken. Ich werde deswegen jetzt hier wieder Bauern abziehen. Gehen wir mal wieder auf 20 runter. 30. Hier gehen wir wieder runter auf 6. 36. Sondierer werden wir behalten. Minenarbeiter reduzieren wir mal auf 5. So. Wir haben halt auch noch 32 Kranke. Ich hoffe, die sterben nicht, sondern werden wieder gesund. Wir haben hier tödliche Projektile. Ich habe halt keine nicht tödlichen. Ne? Also wir haben hier jede Menge tödliche Projektile. Also eigentlich müssten wir sie locker flockig wegpusten, wenn sie von rechts kommen. Das ist unsere starke Linie. Und dann kann ich ja immer noch diesen Punkt setzen, so hey, sie kommen von da, also konzentrieren wir uns auch auf da. Da ist wieder einer gekommen, oder eine. Ja, ja, die alte Tibera, die demnächst, die immer noch nicht an ihrem Lungenleiden erlegen ist. Sie bietet mir Halstücher, Stoffe, von denen habe ich nicht so mega viele, Joints, ja, passt zu ihr. Kräuter bietet sie mir an. Sie möchte dafür Wasser haben. Davon haben wir wirklich zuhauf. Sie würde uns auch zwei Hasen bieten, falls wir noch mehr... Aber wir haben eigentlich keinen Bedarf an Nahrung. Aber die Halstücher wären halt besser als nix. So 30 Halstücher. 60 Stoff. Und dafür halt das Ganze mit Wasser auffüllen, ne? Sie mag das nicht, dass ich hier so hart feilsche. Aber ich verarsche sie ja schließlich nicht.
Mhm. Hier sehen wir gerade mal, wie es hier verseucht ist, ne? Unser Wohngebiet ist es zum Glück nicht. Wie weit ist eigentlich die Forschung? Die ist schon wieder durch? Ach nee, ich warte noch darauf. Stimmt, ich habe die Zeit ja kaum laufen lassen. Aber Leute, wir haben es immerhin gelernt, wie man es macht, ne? Also man kann halt auch einfach glücklich einkaufen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal ahne ich, dass wir uns hier wieder um dieses Problem mit der Obdachlosigkeit kümmern müssen. Vielleicht haben wir dann auch endlich dieses Betonwerk. Auf jeden Fall, macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.